Der TSV Hauptstadt ganz in Rot schwimmt derzeit auf der Welle des Erfolgs. 13 von 15 möglichen Punkten zuletzt in der Liga, plus das Weiterkommen im Toto-Pokal unter der Woche. Ein bisschen anders sieht es beim Tabellenvierten aus Burghausen aus. Nach Topstadt gab es zuletzt nur einen Erfolg aus 4 Ligaspielen. Allerdings siegte Wacker ebenfalls im Toto-Pokal nach 11er Rittern in Schalding und darf jetzt gegen die Löwen ran. Und das beflügelte die Gäste offenbar, denn nach einer rund 10-minütigen Abtastphase setzten sie die ersten Akzente. Hauptstadts Torhüter Julian Schneider klaut da in letzter Sekunde Robin Ungerath noch die Kugel vom Fuß. 20. Minute, wieder Wacker, eine Ecke wird zunächst abgewehrt, aber dann fliegt die Kugel nochmal in den Strafraum, wo Lukas Matzak am höchsten springt und zum 0:1 einköpft. Verdiente Führung für Burghausen, die hier den TSV zumeist sehr gut vom eigenen Tor weghielten. Hier mal ein Freistoß von Hauptstadt, gefährlich ist was anderes. Grundsätzlich war schon eine recht offene Partie, viel spielte sich zwischen den beiden Strafräumen ab, in der gefährlichen Zone aber weiter nur Wacker präsent. Kurz vor der Pause nochmals eine Drangphase der Gäste. André Leipold zielt in der 43. Minute am langen Pfosten vorbei. Und in der Nachspielzeit ist es Felix Bachschmidt, der für den verletzt ausgewechselten Christoph Schulz die Kapitänsbinde übernommen hatte. Schneider bleibt jedoch Sieger. Keine Frage, die 1:0 Pausenführung der Oberbayern ging hier absolut in Ordnung. Doch nach dem Seitenwechsel bot sich den gut 800 Zuschauern in der NGN Arena ein völlig konträres Bild. Bis auf Weiteres spielten hier nur noch die Grabfelder. Allerdings fanden sie wie hier in der 60. Minute trotz intensiver Bemühungen noch keinen Weg an der vielbeinigen Wackerabwehr vorbei. Anders in der 64. Minute, da setzt sich Mike Dellinger über rechts mal durch und seine Vorlage jagt Leon Heinz in den rechten oberen Winkel. Tolles Tor zum mittlerweile gar nicht mal mehr so unverdienten Ausgleich. Danach änderte sich die Statik des Spiels aber nochmal. Urplötzlich auch Wacker, so ab der 70. Minute wieder mit dabei. Ungerath wird hier im letzten Moment noch gestoppt. Beide schenken sich auch in der Folge nichts, auch wenn keine großen Chancen dabei heraussprangen. Die Hausern schon in der Nachspielzeit nochmal mit dem Versuch von Jens Trunk über rechts, aber abgewehrt. Und dann hatte die Partie doch noch die ganz große Schlusspointe. 5. Minute der Nachspielzeit, der eingewechselte Christoph Meyer legt auf für den ebenfalls eingewechselten Andreas Scheidel und der packt einen richtigen Hammer aus. Was für ein Traumtor für Wacker. Ein Sonntagsschuss am Freitagabend beschert den Gästen doch noch in letzter Sekunde die 3 Punkte. Ja, zweite Halbzeit war es ein Spiel, wo es so oder so ausgehen kann. Ich finde, Hauptstadt hat es richtig gut gemacht auch. Sehr gefährlich nach vorne. Es war ein sehr schwieriges Spiel, zweite Halbzeit für uns, wo wir den einen oder anderen Konter ehrlicherweise ein bisschen besser ausspielen müssen, aber haben wir nicht gemacht. Nichtsdestotrotz, so ein Sonntagsschuss war natürlich heute am Freitag der perfekte Moment für uns. Extrem bitter für uns natürlich. Ich muss dazu sagen, gerade erste Halbzeit haben wir kein gutes Spiel gemacht. Sowohl spielerisch als auch die Emotionen, die waren nicht wirklich da. Das war unsere große Stärke, die letzten Heimspiele, dass wir hier richtig ein Feuerwerk abgebrannt haben. Das haben wir heute leider nicht hinbekommen. Spätestens nach dem 1:1 in der 60. waren wir aber voll da. Da kann das Spiel sogar komplett kippen. Haben die eine oder andere Umschaltsituation nicht gut genug ausgespielt. Und von daher denke ich, wäre insgesamt ein Punkt verdient gewesen. Aber 93. Minute Sonntagsschuss. Das gehört alles zu diesem brutalen Sport dazu. Wacker bleibt damit in der Tabelle oben dran, während die tolle Hauptstädter-Serie reißt und sich der TSV damit vorerst wieder ins Mittelfeld verabschieden muss.